Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Time to Do. Heute wieder ein ganz tolles Thema, warum? Mich faszinieren die Dinge. Im Moment geht es mir darum, alles zu vermitteln, was schwingt. Warum? Davon ist unsere Zeit geprägt. Die Schwingung unseres Planeten, der Menschen, alles erhöht sich und alles fängt plötzlich an, eine andere Wirkung und manchmal auch eine andere Bedeutung zu kriegen. Früher haben wir Schmuck gekauft. Warum? Wir wollten uns schmücken. Es war toll, irgendwelche Colliers zu tragen mit vielen Diamanten drin und viel Krams drauf. Es war toll, irgendwelche protzigen Ringe zu tragen. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo viele Männer am kleinen Finger einen Goldring mit einem Diamanten drin getragen haben. Irgendwann steckten die alle hier drin, auch Gold und Diamanten. Und man hat sich immer mehr umgehängt und mehr. Plötzlich kam so eine Zeit wieder, wo man das alles aufgehört hat. Und heute gehen wir nicht darum los, uns zu schmücken und uns sinnlos irgendwelche Gramm an Gold, Platin oder sonst irgendeinem Edelmetall um den Hals zu hängen, um zu zeigen, wie wohlhabend wir sind. Heute haben wir, glaube ich, die tiefere Bedeutung von Gold oder Edelsteinen verstanden. Und zwar liegt es in ihrer Schwingung. Und jemand, der das ganz toll verstanden hat und der seit Jahren sich mit nichts anderem beschäftigt als die Harmonie von Stein, von Metall, von Form und Anmutung. Der ist heute bei mir. Ich freue mich, dass er zum zweiten Mal die Zeit gefunden hat, ins Studio zu kommen, seine Kreativität, seinen Ausdruck und sein Verständnis von Gold, Stein, Form und Farbe uns zu vermitteln. Herzlich willkommen, Michael Rösner. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Hallo Norbert. Herzlich. Es macht mir ein großes Vergnügen, dich zu haben. Erstens mal sind die Gespräche mit dir immer wahnsinnig schön. Und zweitens, wie gesagt, dass wir mal den Zuschauern ein bisschen deine Kreativität und deinen Beitrag für diese neue Zeit zeigen können. Nicht nur in Schmuck, also nicht nur mit Gold, Diamanten und sonstigen tollen Steinen, nein, auch in der Bildung, in der Kreativkunst, im Thema Bilder erstellen, gibt es etwas Besonderes, was du machst. Du malst nicht nur ein Bild, sondern auch dort werden Edelsteine und Schwingungen hineingebracht. Du hast immer spezielle Themen, tiefgehende Themen. Erzähl doch noch mal so ganz kurz, Michael, wie bist du überhaupt zu der ganzen Thematik gekommen? Dieses Kreative, ich meine Schmuck, Colliers, ich glaube, das ist aus deiner Familientradition sowieso was, was hinter dir steht. Aber irgendwo hast du irgendwann die Biege gemacht und machst nicht so Schmuck, wie man ihn sich so vorstellt. Er hat was ganz Spezielles. Wo lag deine Intention? Meine Intention liegt in der Erinnerung, die Erinnerung wachzurufen an das, was wirklich essentiell ist. Und da geht es in erster Linie um die Erinnerung, wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Was können wir? Was ist Sinn unseres Hierseins? Und was ist unser Potenzial, unser Geschenk, was wir hier mitbringen und ausbreiten dürfen? Und so habe ich das als Jugendlicher, als ich in die geschäftlichen Räume meines Vaters dann kam, der schon seit langer Zeit sein ganzes Leben Juwelier war, so wie meine Vorfahren auch, habe ich irgendwie gedacht, da stimmt irgendwas mit der Wertschätzung nicht. Also irgendwas läuft da ganz verkehrt. Hatte aber noch nicht genau rausgefunden, was. Und die Edelsteine beinhalten die größten Informationsquellen von Mutter Erde. Sie sind über Jahrmillionen alt, konzentriertes Wissen über Kristallisation, über Farbe, über Reinheit, über mineralische Zusammensetzung. Und damit ist das ein Riesengeschenk an uns. Und früher die Schamanen und die Könige, also die weisen Führer der Völker, die wussten darum. Und die haben das auch weise eingesetzt zum Nutzen aller. War allerdings nur der Elite vorbehalten, weil es halt so kraftvoll ist und damit auch, ich sag mal, einfach so viel Schindluder zu treiben ist oder es einfach sonst schade, so genannt Perlen vor die Säue geworfen wäre. Und nach einer großen Krise, sag ich mal, Sinnfindung, wie auch immer, 3 Jahre Zurückgezogenheit und Berufungsfindung, führte es mich schlussendlich zu dem, was ich jetzt machen darf, als Kanal zu wirken.
für Menschen die sogenannten Seelenbegleiter zu entwickeln, nicht nur selbst als Seelenbegleiter zu fungieren, sondern den entsprechenden individuellen Schmuck dazu zu gestalten, mit bewusster Symbolsprache, die auch ururalt ist. Dazu kommen wir gleich mit der Blume des Lebens zum Beispiel zu einem Motiv, was ich mitgebracht habe. Und natürlich, ja, bewusstes Einsetzen von Farbe, von Edelstein, von Edelmetallen und eingehen auf die Bedürfnisse des Trägers in diesem Sinne, aber nicht auf der Kopfschiene, sondern auf der Herz- und Seelenebene. Und das ist etwas sehr anderes, als es bisher geschah. Und dazu entstehen auch entsprechende Textbotschaften, die gerade in Produktion für eine CD sind. Und darüber hinaus entstehen auch Bilder, wovon ich mal drei mitbringen durfte. Also es geht immer mehr in die Breite, aber der Weg ist immer in dem Thema Schwingung, Frequenz, Farbe, Klang, wenn du von Textbotschaften, Informationen dazu. Es wird langsam so, alles schließt sich der Kreis, es wird alles so kompakt. Was ich dazu sagen muss, ich darf gerade mal das Teil ansprechen, was du um den Hals trägst. Als ich bei dir zum ersten Mal in deinem wunderschönen Atelier da in Überlingen war, wo du deine Kunden empfängst, wo sie auch dann sich beraten lassen können, was wie gemacht wird und so weiter. Und man muss natürlich noch eins ganz klar dazu sagen, jedes Schmuckstück, was der Michael macht, ist individuell. Man kann also nicht jetzt einen Katalog aufmachen und sagen, ja, das hätte ich immer. Klar kann man das sagen, ich hätte gern das. Doch, das kann auch sein, das ist aber genauso individuell gefertigt. Ich wusste bloß noch nicht, für wen. Genau, das ist spannend, das ist eine Herausforderung. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Kein Problem. Ist genauso individuell, das ist das Spannende. Ich habe lange gebraucht, das zu begreifen, aber es stellt sich vorher die Herausforderung, für mich etwas machen zu sollen, ohne zu wissen, für wen. Am Anfang war es eine Herausforderung, jetzt nicht mehr, weil ich vertrauen muss absolut, dass alles richtig läuft. Und bis derjenige sich gerufen fühlt, steht es allen zur Verfügung, sich davon berühren zu lassen. Es geht also sozusagen, es hat einen Sozialdienstcharakter oder wie man es auch immer nennen möchte, vorher den es noch erfüllt. Es erfreut, beschwingt, stupst an, animiert, erinnert andere Menschen, die sich das gar nicht kaufen oder leisten müssen. Es ging auch gar nicht darum, sondern es stupst sie an, ist ein Impulsgeber, während es auf seinen Träger wartet, bis er sich berufen fühlt. Also das klingt alles, wenn du das so sagst, und ich schließe so geistig meine Augen und es geht so in mein Gehör und verinnerlicht sich. Es ist alles aufgebaut, auf im Fluss zu sein. Und wenn du im Fluss bist, bist du am richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Impulsen und so weiter. Und dann kommt natürlich, das darf man auch hier nicht außer Acht lassen, ein großes Maß an Kreativität dazu, was du besitzt. Und wenn ich das mal so sagen darf, also du bist nicht nur ein hervorragender Handwerker in dem, was du tust, sondern deine Liebe und deine Kreativität zu dem, was du tust, macht eigentlich erst aus dem das, was es am Schluss ist. Ohne Hingabe und Liebe, das ist bei jedem Handwerk schon immer so gewesen, egal ob die Hausfrau, die Mutter, die Oma, wo die Kuchen am besten schmecken, weil sie mit Liebe und Hingabe gemacht wurden, das Brot. Unser täglich Brot gibt uns heute selbst gebacken besser als tiefgefrorener Rohling aus der Fabrik oder wo auch immer. Es ist völlig egal. Im Handwerk, beim Weben, beim Stricken, beim Sticken. Die selbstgemachten Socken, die am schönsten sind. Halten warm. Ist völlig egal was. Ja. Und so ist hier auch. Also jemand, es kam mal irgendwann am Anfang zu mir, dass diese Stücke die Energie eines wirklich hingebungsvollen Gebets in sich tragen. Kam nicht von mir, dachte ich, wow, das hört sich stimmig an. Das ist eine schöne Geschichte. Warum? Weil auch dort Gebet heißt ja nichts anderes, wie mich innerlich mit dem hohen Selbst zu verbinden. Darum geht es letztendlich. Wenn du das tust, was passiert? Deine Schwingung geht automatisch hoch. Und das sind die Dinge, die ich toll finde in der Vermittlung, dass du mit einem
schönen Schmuckstück. Also ich muss sagen, alle diese Teile, die Kameras gehen immer da, während wir uns unterhalten, mal drüber und zeigen Ihnen das, liebe Zuschauer, weil das ist natürlich ein, wir haben vor der Sendung einige Sachen dürfen anfassen und ich habe mir die Ringe genau angeschaut. Also es ist wirklich absolut außergewöhnlich, einzigartige Stücke. Und am liebsten ist es natürlich der Michael, wenn er den, der sich berufen fühlt, so ein Teil an seinem Körper zu tragen, wenn der zu ihm kommt, wenn dieses persönliche Gespräch auch stattfinden kann und er spürt, wie sich der Gegenüber hineinfühlt in die Farbe des Steins, in die Formen, in die unterschiedlichen Materialien. Und ich glaube, dann wird es so ein Stück, was dem Träger viel bringen kann in seinem Leben, weil die Frequenz, die er mitnimmt, holt ihn ja immer wieder dorthin zurück, wer er ist. Und ich glaube, das ist eine deiner wichtigsten Aufgaben. Du gibst den Menschen so Anker und Ansporn und Motivationshilfe mit den Dingen, die du tust, die aber auf das Individuum so exakt abgestimmt sind, dass es für jeden, der so ein Teil trägt, eigentlich so einen Kick im Leben bedeuten kann. Wie ist die Resonanz denn von Menschen, die Schmuckstücke von dir tragen? Also erstmal, das hast du wundervoll beschrieben, ich hätte es nicht besser gekonnt, gratuliere. Zweitens vielleicht noch ganz kurz, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das wirklich mache, sondern ich habe das Gefühl, dass ich mich mit einer Grundsatzentscheidung dafür bereit erklärt habe, entschieden habe, diese Aufgabe zu übernehmen, hier als Kanal zu wirken, mit meinem natürlich weltlichen Know-how von Gestaltung und Empathie und so weiter und so fort. Und es geschieht durch mich und durch die gleiche Entscheidung vom Gegenüber, dafür empfänglich zu sein. Denn um auf deine Frage zu kommen, viele der Menschen, die zu mir kommen, sagen, sie tragen gar keinen Schmuck. Spannend. Ja, kann ich verstehen. Bei dem, was die Ansprüche sind, und also bei den Menschen, mit denen ich da diesen Kontakt habe, sind gewisse Ansprüche da und sagen, also der Schmuck, da kann ich auch drauf verzichten. Er spricht mich nicht wirklich im Herzen an. Und dann lieber gar nicht. Also eine gute Klarheit. Und so sehe ich das hier auch. Wenn partout nicht das möglich wäre, was derjenige mag, dann mache ich das zum Beispiel auch nicht. Wir machen keine Kompromisse. Ich fertige nur, wenn ich das Gefühl habe, es stimmt hundertprozentig. Ich fertige auch nur, wenn ich merke, für den Kunden stimmt es hundertprozentig. Das heißt, der Anspruch ist ein ganz anderer, wie, also du bist, kann man so sagen, kein Schmuckverkäufer. Nein, ich bin Vermittler. Ich bin überhaupt kein Verkäufer. Also ich habe Verkaufen gelernt, ich habe es aber nie gemocht, obwohl ein guter Verkäufer viele Qualitäten hat, nämlich auch sich reinzuspüren, was für den anderen wohltuend und gut ist. Im positiven Sinne ist das dann auch ein Verkäufer und zwar ein sehr guter Verkäufer, aber man trifft sie selten. Mhm. Und verkaufen tue ich gar nicht. Ich stehe als Vermittler zur Verfügung. Und und letztendlich seit 12 Jahren, wo ich diese Arbeit ausschließlich mache als Kanal, die Michelangelo-Kollektion, die Seelenbegleiter zu fertigen, wie auch immer die Texte, die zu mir kommen oder auch Bilder, Erfolgsquote bei 99%. Das gibt's eigentlich nicht. Ich weiß zwar nie, wann jemand kommt, ob jemand kommt, ja, irgendwann kommt immer jemand. Wann? Wenn's ein Briefträger ist? Wann? Alle auf einmal und dann einen Monat keiner mehr oder schön verteilt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, deswegen arbeite ich auch so individuell jetzt. Und aber wenn praktisch die Absichtserklärung sowohl von dem, der zu mir kommt, weil ohne das wäre er nicht da, und von mir da ist, ich habe sie eh abgegeben, deswegen bin ich auch da, wenn die da ist, 99% Trefferquote. Das ist schön und so habe ich auch die Resonanz. Ich durfte mit 2 Menschen sprechen, die sich bei dir haben so ein Schmuckstück anfertigen lassen. Und bei beiden, und das war für mich ganz witzig, kam ein Satz gleich. Seit ich das Schmuckstück trage, meine ich wäre ganz bei mir. Ja.
Und das war was, wo ich gesagt habe, beide exakt so gesagt, obwohl sie nichts voneinander wussten. Die kannten sich ja nichts, war eine Frau und ein Mann. Und das hat mir einen ganz großen Input gegeben. Da habe ich gesagt, Moment mal, dann kann womöglich so eine Art von Schmuck in der Art, wie du es herstellst, uns helfen, uns in unserer Mitte zu halten, unsere Stärken und Schwächen besser zu erkennen, auszugleichen, die richtigen Entscheidungen richtig aus dem Herzen, nicht richtig nach irgendwelchen Vorschriften oder so, richtig aus dem Herzen zu treffen. Und da ist ja genau der Punkt, wo wir hinwollen, dass wir bei uns sind und dass wir uns fühlen und nicht uns manipulieren lassen. Ja, ich nenne es, er bringt uns in die göttliche Ordnung. Wir können auch meinetwegen göttlich weglassen, wenn jemand einen anderen Begriff nehmen will. Sagen wir die will. Schöpferische Ordnung in, vielleicht. Genau, die schöpferische Ordnung. Das ist für mich auch nicht in eine Richtung gemeint, sondern einfach die Ausdrucksweise, die in unserem Kulturkreis üblich ist. Also er bringt uns in die schöpferische Ordnung, in die höchste Ordnung, höchstmögliche Ordnung. Und das ist Harmonie letztendlich. Und ja, und wie das der Einzelne wahrnimmt, mehr Neutralität, mehr Erdung, mehr Zentrierung, höhere Anbindung, ist für jeden etwas anderes, weil für jeden etwas anderes Sinn macht in dem Moment. Absolut. Eine zweite Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist, im zweiten Teil der Sendung werden wir auf die Kollektion eingehen. Wir werden uns ein paar Stücke ganz genau anschauen. Wir werden Ihnen auch die Präsentation im Internet zeigen. Und natürlich gibt es einen wunderbaren Katalog für alle die, die nicht internetaffin sind. Wir haben immer welche da. Wenn Sie das unbedingt sehen wollen und nicht das im Internet anschauen können, können Sie bei uns unter den bekannten Rufnummern anrufen oder uns anschreiben. Schicken wir Ihnen natürlich gerne zu. Was das Besondere dran ist, wenn zum Beispiel eine Dame rief mich an, ihre Tochter steht jetzt vor der Abitur-Matura-Prüfung und sie würde ihr gern was ganz Besonderes schenken, aber sie will nicht, dass es vorher weiß. Da habe ich gesagt, ganz einfach, hinspüren, Michael anrufen, genau das Thema mit ihm besprechen. Und er hat so viel Feinspürigkeit und Sensibilität und ein Foto ihm vielleicht mitbringen von der Abiturientin. Und ich glaube, dann wird aus dem Ansinnen das Gute und das beste Schmuckstück herauskommen, was dann für die junge Frau auch das Richtige ist. Bis jetzt hat es immer funktioniert, ja. Wollte ich nur noch mal darum geben, auch Jubiläen und so. Ich höre das immer wieder, ja, Besonderes. Ich habe mit meiner Frau irgendwann silberne Hochzeit, goldene Hochzeit. Was es da immer so gibt, was Partnerschaften und Paare miteinander feiern. Ganz toll. Und ich finde auch, wenn die Menschen verstehen, dass da eine gewisse Individualität dazu gehört und dass Wertschätzung nicht einfach ist, ich kaufe jetzt meiner Frau einen Klumpen Gold, sitzt drei Diamanten drauf, das kann sich dann um den Hals hängen, dann ist sie wertgeschätzt. Das wäre doch zu sehr auf der materiellen oder verdichteten Ebene gesehen und da fehlt in meinen Augen immer so ein bisschen das Herzblut. Und das Herzblut hat immer was mit Kreativität zu tun, weil wenn es aus meinem Herzen kommt, ist es einzigartig. Und das sind die Dinge, mit denen kann der Michael am besten umgehen, wenn die Menschen aus ihrem Herzen genau die Dinge dir vermitteln, die sie spüren, die sie erleben wollen, wo sie mit dem Schmuck hinwollen. Und da bin ich gleich bei der Brücke. Du gestaltest nicht nur wunderbaren Schmuck, sondern steht hier neben uns, neben dir, neben mir, einmal in der Mitte. Worum geht es mir? Vielleicht gehen wir kurz in die Totale, dann kann man die Bilder besser sehen und die andere Kamera kann es mal besser einfangen. Bilder. Was haben denn Bilder mit Schwingung und Frequenz zu tun? Wissen wir heute alles, was mit einer Liebe und auch von Hand gemacht wird, hat eine Frequenz. Alles andere natürlich auch, aber die Frage ist immer welche. Michael, wie entstehen deine Bilder? Die Frage ist in der Tat überraschend schwierig zu beantworten oder ganz einfach, intuitiv. Sprich, wie bei den Schmuckstücken, habe ich einen Impuls, bekomme ich einen Impuls, wann auch immer. Meistens bekomme ich die Impulse so gegen 3, 4 Uhr in der Nacht.
wie auch heute Nacht wieder, wo, ja, kurz nach 3 war die Nacht vorbei und ich Das reimt hatte sich sogar. frische Impulse. Ja, genau, eigentlich wollte ich ausschlafen für die Sendung. Okay, er hat mich auch gestärkt. Ja. Und dann habe ich Thematiken oder ein Bild vor mir für ein Schmuckstück oder für ein Gemälde, was entstehen soll. Das, was gerade gezeigt wird, das Entstehen der neuen Ordnung mit naturfarbenen Türkisen auf einem eher unstrukturierten oder vielleicht sogar leicht chaotischen Hintergrund, ist zum Beispiel so ein Impuls gewesen. Und dann wird es letztendlich wirklich interessant, weil mehr noch als bei einem Schmuckstück ist ein Bild ein aufbauender Prozess, den ich ja mit jedem Pinselstrich ganz bewusst durchlaufe. Also ich brauche wirklich die Hingabe und Konzentration, das Reinfühlen mit den Farbnuancen, mit der Stärke des Pinselstriches, Intensität von Licht und Dunkel. Vielleicht auch, hier ist es gerade ersichtlich, den Mut, etwas darzustellen, was im Kollektiv eher unüblich ist. Mich hat es jedenfalls ein bisschen Mut gekostet. Und dazu gehören dann eigene Prozesse, die völlig am Ego vorbeigehen, weil es geht um eine andere Art von Ausdrucksform, aber trotzdem auch Strukturen in mir natürlich ansprechen, die noch nicht vielleicht vollendet erlöst und in die Heilung gebracht sind. Und das heißt, es ist wirklich allerhöchste Präsenz und Sensitivität erforderlich. Und dann noch das Einsetzen von den hochwirksamen und hier sehr, sehr kraftvollen, wertvollen Edelsteinen, wo jeder Stein für sich ausreichend für ein ausdrucksvolles Schmuckstück ist. Da sind aber teilweise 30, 40, 50 Edelsteine verwendet, bis hin zu Diamanten als Verstärker und als höchstes Licht. Das macht mit mir natürlich auch etwas und dementsprechend ist die Wirkung des Bildes dann nochmal zigfach verstärkt. Also auch da geht es nicht dir darum, einfach Farbe auf eine Leinwand zu bringen, natürlich mit einem Ausdruck und mit einer Intention. Auch dort bleibst du bei deiner eigentlichen Aufgabe und Intuition. Dieses Thema Edelsteine und das Thema Gold finde ich in deinen Bildern genauso wie in deinen Schmuckstücken. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal mir das hier nehme, das, was gerade so schön im Bild gezeigt wurde, das ist alles dreidimensional. Das sind alles Steine, die ich hier berühre. Da oben ist so ein Diamant drauf. Hier überall sitzen dreidimensionale Steine. Das heißt, ich drehe es vielleicht mal so ein bisschen schräg noch und die Kamera kann noch mal drauf gehen. Dann sieht man es noch besser. Das ist wunderbar gearbeitet und wenn ich jetzt meine Hand so dahin halte, ich spüre das sofort. Also das Bild schwingt, es hat eine sehr hohe und kräftige Schwingung und du merkst es auch hier. Und jetzt ist wieder genau das alte Thema, liebe Zuschauer. Was hänge ich mir zu Hause an die Wand? Gehe ich einfach ins Möbelhaus meiner Wahl, gehe in die Abteilung Print, kaufe mir dort ein Bild, einen Druck von irgendwas und hänge mir den an die Wand? Was habe ich da für eine Schwingung und Frequenz bei mir zu Hause? Oder gehe ich den anderen Weg und sage, ich möchte, dass mein Wohnort mein Lebensraum ist, dass ich in den Lebensraum mich entspannen, mich erhöhen, meine Kreativität erleben kann, dass mich nichts drückt, sondern fördert, dann muss ich natürlich etwas anders agieren. Ich glaube, ein Zeitungspapier an der Wand hilft da nicht viel rauszukommen, vielleicht eher das Gegenteil. Ja, und das ist es nämlich grundsätzlich das Gleiche. Die Zeitung sendet Botschaften zu uns und das Bild, was hier entstanden ist, wie jedes Bild, sendet natürlich auch die Botschaft. Also ich würde sogar ergänzen, die Edelsteine sind nicht das Wichtigste, auch die Farbe ist nicht das Wichtigste, sondern die Botschaft, wie beim Schmuck auch. Und die Edelsteine und die Farben sind die Verstärker dieser Botschaft. Also jetzt bei dem Bild, was du gerade vorstelltest, ist es für mich die Saat, die aufgeht und dann wird die Frucht des Lebens sichtbar. Und warum geht die Saat auf? Die Saat geht auf, weil sie auf den Boden des, weil sie dem,
geheilten Schoß, nein, dem nähernden Schoß des geheilten Herzens entspringt. Okay. Also wenn das Herz heil ist, wenn es wirklich in sich rund und offen und heil ist von den vielen Verletzungen, die wir schon erfahren haben, dann kann praktisch dieser nähernde Schoß sich öffnen und als Symbol bitte, als Metapher gesehen, und kann diese Saat endlich aufgehen. Und das ist eine ganz zarte Pflanze, die da aufgehen kann. Nicht das mit, was wir ansonsten kennen, irgendwie hau drauf, ich komme durch im Leben oder sonst was. Mhm. Das ist der Kampf. Hier geht es um eine neue Zeit mit offenem Herzen, auf nährenden Boden, darf dann mal die Zartheit, die fruchttragende Zartheit zum Beispiel entstehen, ja, aus Liebe heraus. Die Liebe darf Früchte tragen. Man merkt in allem, also egal, was ich mir von dir anschauen konnte, durfte und heute sehe, es geht immer um Entwicklung, um weiterzugehen, um dieses ganze Thema, welche Botschaft ist für mein Leben bestimmt, welche Information soll sie mir bringen, wie kann ich mich entwickeln. Großer Inhalt von all deinen Werken, die durch dich entstehen und vor allen Dingen, wie gesagt, nicht nur als Schmuck zum Tragen, auch als Schmuck in meinem Lebensraum zu verwenden. 3 hast du heute mitgebracht. Wie viele gibt es? Das ist ein junges Projekt. Im Moment gibt es 3. Sehr gut. Und jedes ist ein Projekt, was eine lange Vorbereitungszeit und auch eine längere Entstehungsgeschichte in der Manifestation hat. Und es ist ja neben dem Schmuck und neben den Studioaufnahmen für die CD und die Textbotschaften und die Videos, die gerade entstehen. Also insofern, das ist noch eine ganz, ganz große Rarität. Und ja, mal schauen, wie es weiter wächst. Ich mache mir da keine Gedanken. Ich mir auch nicht. Was ich bis jetzt von dir gesehen habe, Michael, war wunderschön. Jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen, überraschst du mich mit einem neuen Stück, was du wieder kreiert hast und was genau das fortsetzt. Liebe Zuschauer, wir müssen kurz in die Werbung. Nach der Werbung haben wir einen weiteren Gast. Dann werden wir uns über die Schmuckkollektion, über das Thema der Breite, der Vielfalt und natürlich, wie es schwingt, weiter unterhalten. Ich freue mich schon darauf. Bis gleich nach der Werbung. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück in unserem schönen Studio mit so vielen schönen Stücken und Bildern und natürlich tollen Menschen, kann ich jetzt sagen. Bei mir, wie in der ersten Hälfte, der Michael Angelo Rösner und neu dazugekommen Melanie Jurak, Autorin und Moderatorin einer eigenen Sendung. Schön ist, Melanie, dass du auch die Zeit dir nimmst, mal da zu sein, weil wir wollen deine Feinfühligkeit jetzt testen. Gerne. Es geht darum, um Schmuck. Du hast eines der Teile dürfen schon anlegen, ist um deinen Hals. Kommen wir gleich dazu. Was will ich Ihnen jetzt zeigen, liebe Zuschauer? Die Breite der Dinge, die der Michael da macht, hat mich wirklich fasziniert. Wir schauen uns mal ganz kurz die Webseite an. Geht weit über diesen kleinen Katalog hinaus, aber der gibt Ihnen einen tollen Überblick. Aber die Website, wenn die Regie sie mal einblendet, die ist natürlich richtig toll gestaltet. Hier, so sieht es aus, wenn Sie auf die Startseite gehen. Dann gehen wir einfach mal hier drauf. So, jetzt sehen wir dort wunderschöne Kollektionsbilder. Jetzt nehmen wir gerade mal das obere. Aha, gehen etwas höher. Und jetzt sehen Sie, hier unten sind die ganzen einzelnen Stücke drauf. Und der Michael sagt uns jetzt einfach ein bisschen, was wir da sehen. Ja,
jetzt zur Zeit ist eine ganz schlichte Ausdrucksform, volle Engelsform, eine moderne, würde ich fast mal sagen, reduziert aufs Wesentliche, die den Energiefluss zeigt, für mein Gefühl in erster Linie, ästhetisch und zeitlos dargestellt, den Energiefluss dahingehend, geerdet, angeschlossen, nach oben sich öffnend wie ein Baum, damit unsere Schwingen gleichzeitig ausbreitend, weil wir wirklich als Kanal offen sind. Und ob man das jetzt als Köpfchen sieht oder als die Vollendung mit der Perle, die in sich ganz rund, harmonisch, samt, hier, weich, da, ne? Schimmernd genau. Und gleichzeitig ziemlich fest und solide und widerstandsfähig ist, für mich übrigens Symbol auch der Weiblichkeit damit. Nicht hart, sondern fest und widerstandsfähig, vollrund, samtig, weich, shiny. Das Material sind so ist hier ein paar Aspekte. Das ist jetzt eine Kombinationsmöglichkeit, die wir sehen aus Roségold, Platin oder Silber und Perle. Hier mit einem Brillant als höchster Edelstein von Mutter Erde, höchster Transformationsprozess, Facettenreichtum, Klarheit, Härte, Ausstrahlungskraft, das Ganze in Roségold. Wow, das sieht aber sehr geflügelt aus. Ja, das sind die Geflügelten, die himmlischen Heerscharen, die den Hals hier umschmeicheln. Und daran ein feiner, hochfeiner Saphirtropfen mit einem Diamanten gekrönt als Segnungstropfen. Denn wir können es durchaus als einen Segen sehen, wenn wir unser Leben hier in Freude und Erfüllung leben. Und nicht nur ein Segen für uns, weil wir dann im Zustand des paradiesischen Gefühls weilen. Und darum geht es, dass wir uns darum wieder erinnern, sozusagen ans Paradies erinnern und gleichzeitig das Paradies hier auf der Erde zu erschaffen. Mhm. Das dürfen wir machen. Das macht keiner für uns. Da haben wir auch noch was zu tun, ne? Ja, da haben wir noch was zu tun. Gehen wir vielleicht noch mal zwischendurch auf ein paar Stücke, die uns liebenswürdigerweise der Michael hier mitgebracht hat und die wir im Studio haben. Vielleicht mal zuerst auf das, was die Melanie hier umhängen hat. Wenn die Kamera das mal fasst, dass wir mal sehen, was ihr da Tolles um den Hals hängt. Jawohl, dankeschön. Michael, was hat die Melanie da an? Ja, erst mal ganz kurz vorab. Melanie kannte ich vorher noch nicht. Wie sich so fügt, wenn der Zufall einem zufällt, haben wir uns ja gerade vor einer halben Stunde im Studio kennengelernt, beziehungsweise Norbert hat uns bekannt gemacht, weil Melanie vorher eine Sendung aufgenommen hat. Und ergab sich im Gespräch, dass Melanie sich sehr von dem Schmuck angesprochen fühlte. Und mein, überhaupt, was sind das denn für Energien? Ist ja der Hammer. Es ist ja höchst intensiv. Und daraus ergab sich also spontan, dass ich sie einlud, hier, wenn sie möchte, einfach mal was umzulegen und mitzuteilen, was sie spürt. Ihre Informationen denn weiterzugeben. Denn genau. Jeder ja. spürt etwas anderes, weil wir stehen alle von unserer Entwicklung überall woanders. Mhm. Und jeder Standpunkt ist genau richtig und gut, so wie er ist. Insofern hat der Schmuck, der Seelenbegleiter, zwar eine Thematik, hier die Saat, die, vorhin erwähnte ich das schon, erwächst im nähernden Schoß des geheilten Herzens. Aber wie das wahrgenommen wird von Melanie, das kann ich zum Beispiel nicht beurteilen. Weil Melanie ist Melanie und das erzählst du uns vielleicht jetzt mal kurz. Ja. Wie fühlt es sich an? Was spürst du, wenn du so ein Schmuckstück trägst? Also ich muss sagen, alle Schmuckstücke fühlen sich ja anders an. Mhm. Und das, das ich jetzt oben habe, ich habe zuerst gewartet, dass sich im Körper was tut. Im Körper passiert nicht so viel. Es geht in die oberen Chakren hinein. Also ich würde jetzt sagen, 9. Chakra, wenn es nach meinem Gefühl ist. Und das fängt an, ganz fein zu vibrieren. So wie so ein Fernsehgeräusch, das ganz hoch so tss macht. Ja. Genau. Und es, weil, also es kommt gerade von oben so durch den Körper durch, ist für mich auch ganz spannend. Mhm. Fahrt in die Hände hinein und dort kommt auch dieses feine Vibrieren durch.
Also so habe ich meine Hände noch nie gefühlt. Aber schön. Das heißt, wir haben ja in anderen Gesprächen schon, auch vor deinem eigenen Sendeformat Magic Moments, uns über Dinge unterhalten. Und deine Feinfühligkeit und Sensitivität ist natürlich was, was ich jetzt toll einsetzen kann. Und wie es der Ja, Michael schon gesagt hat, Zufall. hat sich toll ergeben, die Geschichte. Und vor allen Dingen, dass die Menschen wissen, alles hat eine eigene Schwingung. Wir wollen uns auch noch mal ein anderes Teil anschauen. Michael, du hast uns zwei wunderbare Ringe mitgebracht, die hier vor uns stehen. Sag mir doch bitte mal, wo der Hintergrund ist. Ich nehme jetzt mal da diesen vorderen. Also, wow, da ist ja ein, ist das ein Diamant, was da drauf ist? Das ist ein einzigartiger, ganz besonderer Diamant, sowohl von der Größe als auch vom Schliff, als auch von der natürlichen rosé-leicht bräunlichen Farbgebung. Die Schliffform ist sechseckig gestreckt, also das geht auch wieder in die Blume des Lebens, in die neue Ordnung hinein und ins Hexagon. Und Und die es ist Ringe in sind auch jeder speziell. Richtung ein einzigartiger Stein und die Ringgestaltung kam als Symbol zu mir, mein Weg in die göttliche oder in die schöpferische Ordnung. Das sind drei Platinreifen gebettet als Sindel des Höchsten, liegend auf vier Roségoldreifen, die Mutter Erde repräsentieren und damit auch die vier Elemente, die irdischen Elemente. Also alles mit einer ganz tiefen Bedeutung. Also er ist auch, also wenn ich ihn schon so an den Finger nehme, fange ich schon an, irgendwas zu spüren, aber ich kann das leider nicht so toll ausdrücken wie die Melanie. Ich gebe ihn dir jetzt einfach mal in die Hand und du sagst einfach, was dir da übermittelt wird, wie du es spürst. Wir haben jetzt vom Michael gehört, wie er sich zusammensetzt. Die 7 ist eine sehr starke Zahl. Platin und Gold, zwei sehr hochschwingende Metalle. Dann dieser einzigartige Diamant drauf. Das hat natürlich was. Und ich muss sagen, gratuliere, ein Meisterwerk. Danke. Absolutes Meisterwerk. Also, der ist wirklich heftig. Also man kommt ganz in die Mitte. Es zentriert sich da unten, also im Unterleib bei mir. Ich denke aber, dass jeder das anders wahrnimmt. Und meine Stimme verändert sich je nach. Wird tiefer, Genau, gerade, ja. also vielleicht kann man den Zuschauern, wie er Stimme die Schwingung durchgibt. Man fühlt sich mit allen Schmuckstücken ziemlich erhaben, aber jetzt nicht so, Nicht dass man drüber, überheblich. genau, sondern so komplett mittig. Und ja, der ist sowieso, also der bringt mich wieder auf den Boden. Was dieses Schmuckstück bei mir nach oben bringt, bringt er wieder in die Mitte. Also eine sehr kräftige Ja. Struktur und eine sehr. Kann das mit dem Diamanten zusammenhängen, Michael? Weil der ist ja ganz altgepresster Kohlenstoff im Prinzip. Mehr ist ein Diamant ja nicht. Wird zwar immer so verherrlicht, aber letztendlich ist er gepresste Kohle, sage ich immer. Ja, man kann alles auf eine eigene Art und Weise ausdrücken und das ist auch eine Möglichkeit, wie du es gerade wählst. Ich denke, es ist mehr als nur gepresster Kohlenstoff. Es ist der Stein, der die höchste Transformation durchlaufen hat, würde ich eher sagen. Und es ist nicht nur der höchste Druck, sondern auch die höchste Temperatur hier auf der Erde, die überhaupt stattfinden kann, die er erfahren hat. Und die Kombination aus Temperatur und Druck, die ist das, was das ermöglicht. Und dann noch mit dem Zeitfaktor. Und der verstärkt ganz ungemein. Und durch den sechseckigen Schliff, so nehme ich das wahr, dadurch bringt er ganz stark in die Ordnung. Und das hat sich hier bei Melanie jetzt vielleicht auch gerade, weil sie die Saat getragen hat, wo sie so ganz stark hoch bis hin zum neunten, die neunte Dimension, das fühlen kann, ist gerade der Gegenpol wichtig, so würde ich sagen, fühlen, dass sie hier auf der Erde einen guten Boden hat. Das gehört zu dieser Ordnung halt zu. Wenn es zu hoch ist, holt es uns runter. Wenn wir zu tief sind, bringt es uns weiter nach Schwingt uns wieder oben, zu hoch, weit ja. links, geht nach rechts und das ist bei jedem unterschiedlich. Das wäre jetzt meine Wahrnehmung dazu.
Jetzt hast du ja ein bisschen den Stein in der Hand. Ich weiß ja, wir haben ja viel gut können sprechen. Je länger du das hast, desto mehr Informationen bekommst du. Wie würdest du jetzt was anderes sehen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, meinst du, das wäre für mich das Richtige? Kannst du auch die Verbindung sehen zu dem Träger, wenn er nicht, weißt, viele Menschen sind noch im Zweifel, weil sie noch nicht ganz ihre Herzsprache entdeckt haben. Deswegen gibt's Helfer wie dich. Genau, also meistens ist das so, dass nicht ich sagen muss, das passt jetzt zu dir, das kann ich machen. Aber wenn die Menschen neben mir stehen, spürt sie es eh selber. Also, du kannst das Gefühl eben weitergeben, dass er das selber fühlt. Also da hat sich noch eine zusätzliche Information zu dir begeben, zu diesem Ring? Ja, es wird im oberen Rückenbereich, in der Mitte beim Herzchakra, extrem warm. Also mir hitzt das gerade auf. Und das ist auch da durchgefahren und irgendwas ist aufgeploppt. So eine Blockade. Sehr gut. Ja. Wie gesagt, war die 7 Ringe auch eine intuitive Geschichte? Weil, wie gesagt, Menschen, die sich mit dem Thema Numerologie beschäftigen und so, die wissen, was hinter der 7 steht. War das von dir beabsichtigt oder hat sich so ergeben? Das fließt ineinander über. Okay. Also es ist nie entweder oder ausschließlich. Ich trage das Wissen natürlich in mir, was hier eingesetzt wird, und das wird dann intuitiv so eingesetzt, wie es passt. Hier war das ganz klar, dass es stimmig ist so, und gleichzeitig ist trotzdem das Wissen da und die, ja, es ist alles auf einmal, was sich zusammenfügt. Mhm. Und jetzt ist das ganz spannend, vielleicht darf ich das noch kurz sagen. Ja, du hattest in der ersten Hälfte Verkäufer angesprochen bei mir. Und gleichwohl, das ist in Ordnung. Aber Melanie hatte das gerade eigentlich sehr schön ausgedrückt, als du sie fragtest. So geht es, wenn jemand bei mir ist, letztendlich auch. Also selbst Menschen, die ansonsten in erster Linie kopfgesteuert agieren und der Intuition noch gar nicht so doll trauen oder zweifelnd sind, in dem Feld hier mit diesen vielen hochschwingenden Energieträgern, vielfach Engel bis hin zu Seraphim-Qualitäten oder Schwingungsebenen, die haben hier plötzlich einen Zugang. Und auch aufgrund dessen, dass ich sie begleite und mit der Absicht, sie auf diese Intuition praktisch hinzuführen, ist diese Intuition für das Passende dann da. Also es ganz braucht gar nicht formuliert. Mehr die rudimentären Worte. Ja, und natürlich einen Punkt möchte ich auch noch hinzufügen. Wir haben eben gehört, dieser Ring, dieser wunderschöne hier, ein ganz einzigartiger Diamant, Platin, Gold, das ist natürlich kein Schmuck, den man im Kaufhaus erwerben kann, und auch preislich unterscheidet er sich natürlich von Massenproduktionen. Warum? Der ist einzigartig und individuell. Das heißt, den, genauso wie er da ist, würde es zur höchsten Wahrscheinlichkeit nicht ein zweites Mal geben. Geht gar nicht, von der Natur her schon nicht. Weil der Diamant so einzigartig ist. Also der Schliff ist, die Größe ist schon eine große Rarität. Der ist fast 2,5 Karat groß. Wow. Also wirklich ein großer Diamant. Das ist eine Gewichtseinheit, 2,5 Karat. Mhm. Aber man sieht ja auch, dass er ziemlich groß ist. Die Farbe ist reine Naturfarbe mit einem Stich ins Rosé. Rosé, wie auch bei dem Saatanhänger hier, den Melanie trägt, obendrin der quadratische Diamant ist ein rosafarben, naturrosafarben, natürlicher Diamant. Das gut zu deinem Outfit, ne? Hat ja alles gepasst. Genau, fast alles. Ist die größte Rarität, die es am Edelsteinmarkt gibt, rosa Diamanten, und gibt es auch nicht auf Bestellung. Und der Schliff, den gibt es normalerweise überhaupt nicht. Das ist also wirklich einzeln. Und ja, insofern, also das nochmal aussichtslos. Ja. Was will ich damit sagen, liebe Zuschauer? Ich sag mal, 90% aller Stücke,
die wir heute hier zeigen, haben eine gewisse Einzigartigkeit. Natürlich, je mehr es in Farbsteine hineingeht, da gibt es natürlich schon, dass man den gleichen eventuell nochmal bekommt oder so. Aber die Machart, die Individualität, die Einzigartigkeit des Schmuckstücks, was auf den Träger zugeschnitten ist, ist eine große Herausforderung für den Michael, und wir sind da nicht im Tiefpreissegment. Und ich sage den Menschen immer, wenn ihr euch entscheidet, für euer Herz etwas zu tun, und wenn es um Dinge geht, wie meiner Tochter etwas zur Matura-Prüfung zu schenken oder meinem Sohn, meiner Frau zur silbernen, goldenen Hochzeit oder zu sonst einem tollen Anlass, dann möchte ich auch zur Individualität die Wertschätzung ausdrücken. Und wie kann ich das tun? Indem ich die höchste Schwingung im Metall und die höchste Schwingung bei den Mineralien zusammenfügen lassen, in eine Form bringen lassen, aus meinem Herzen spreche. Das ist Wertschätzung und Anerkennung. Und wie gesagt, nicht einfach beim Juwelier vorne reingehen, hinten rausgehen, die goldene Kreditkarte einmal durch den Schlitz zu ziehen und dann zu meinen, ich habe das richtige Geschenk für meinen Partner oder meine Partnerin. Also lassen Sie Ihr Herz sprechen. Wir wollen vielleicht, um Ihnen die Entscheidung zu vereinfachen, noch ein paar tolle Beispiele zeigen aus deiner Kollektion, und du kommentierst sie bitte wieder. Wenn wir nochmal auf die Webseite gehen, bitte, Regie. Dankeschön. Jetzt habe ich da aus einer anderen Teilkollektion von dir etwas. Was sehen wir denn da, Michael? Das sind zwei Dreiecke, die sich durchdrehen, ein Hexagramm, und gleichzeitig auch wird als Merkaba im spirituellen Bereich bezeichnet. Es ist letztendlich auch das männliche und das weibliche Prinzip, die sich durchdringen. Ein uraltes Symbol letztendlich, was in die Einheit führt, die wiederum durch den Diamanten in Platin hier dargestellt wird. In der Mitte ist ein hochfeiner Brillant in Platin. Das ist jetzt ein Schmuckstück, was ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kleiner, zierlicher und gleichwohl sehr kraftvoll ist und in einer durchaus erschwinglichen Preislage dann auch liegt, zum Beispiel ca. 1400 Euro, 1500 Euro. Also ja, da kann ich schon ganz, ganz viel machen. Und drunter dann im Silberbereich mit Gold, dann sind wir bei 400, 500 Euro. Da geht dann auch sehr, sehr viel, was individuell sehr anspruchsvoll ist, aber nicht so im Unikatsbereich wie das, wo wir gerade drüber sprachen. Das heißt, da, wo du jetzt bist, da ist der Ansatz der Dinge. Genau. Und es geht natürlich vierstellig, es geht bis 40, 50. Wir haben auch ein Schmuckstück mal uns angeschaut, glaube ich, was 60 oder 70.000 Schweizer Franken kostete. Das geht also ohne weiteres. Nach oben keine Grenzen. Und es ist andersrum. Ich bekomme die Inputs für die ganz großen Teile in erster Linie. Mhm. Und dann sehe ich es als meine Aufgabe, das so von dem Informationsgehalt zu transportieren und praktisch in eine Preislage zu bringen, die für jeden erschwinglich ist. Das ist mir ja ganz wichtig. Es ist ja wunderbar, wenn sich jemand das leisten kann, für wie viel auch immer. Aber was ist mit den ganzen anderen Menschen? Und das deswegen war für mich eine sehr große Herausforderung, in der entsprechenden Qualität, das ist ganz wichtig, die Information, die drin ist, in einen Bereich zu holen, und das kann ich in Silber mit Gold und Diamant oder Perle oder Edelstein realisieren, dass das früher oder später für jeden erschwinglich ist. Basispreislage 300, 400 Euro jetzt in Deutschland. Und ja, noch darunter gibt es auch einiges, dann ist kein Brillant dabei. Dann sind wir sogar unter dieser Preislage. Also, es gibt Möglichkeiten. Wir blättern noch ein bisschen durch. Du sagst drei, vier Worte dazu. Was sehen wir hier, Michael? Das ist für mich gekommen als Kelchsymbol, dass wir uns zur Verfügung stellen der Schöpfung als ein geleerter Kelch, als ein leeres Gefäß, uns also versuchen, leer zu machen von allem aus der Vergangenheit, was uns belastet. Zum Beispiel gerade in Europa außerhalb der Schweiz die ganzen Kriegserfahrungen, Zerstörungserfahrungen, Traumata, ganzen Verwundungen, die im ganzen Zellspeichersystem sind, im Emotionalkostüm und überall im Kollektiv,
Wenn das alles rausgereinigt ist, sind wir unserer Aufgabe gerecht und können dem höchsten Licht zur Verfügung stehen, was bei dem eben mit Diamanten dargestellt wurde. Hier ist eine ähnliche Thematik, die ist aber nochmal feinsinnig anders variiert. Das ist zu mir als der Heilige Gral gekommen. Die Schalen, wo das höchste Licht beinhaltet ist, gehalten von einem Symbol, was erdend wirkt, wo man auch das christliche Urchristen-Symbol drin sehen kann, wenn man es kippt. Gleichwohl auch die Struktur der DNA, die beiden Linien, die sich immer wieder umfangen und damit unsere Lebensenergie darstellen. Also ich will jetzt das einfach mal ein bisschen durchspielen. Genau, es gibt so viele und so wunderschöne und so viel individuelle Stücke. Sehr schön. Kenne ich sogar jemanden, der das trägt. Wollen wir aber nicht näher darauf eingehen. Auch eine ganz außergewöhnliche Form. Sie sehen, liebe Zuschauer, es gibt so vieles und so vieles, was individuell gemacht wird und wie gesagt wunderschön ist im Ausdruck. Aber ich will mich noch eines anderen Teiles zuwenden, bevor unsere Sendezeit zu Ende geht. Wir hatten jetzt, das ist ein sehr weibliches Teil, glaube ich, was du trägst. Das war so neutral, glaube ich, so liegt so in der Mitte. Jetzt haben wir hier was, vielleicht nimmst du es mal raus, ich komme nicht so gut dran. Das Teil, wo es, du sagst, da geht es um Erzengel Michael. Wie nennst du es? Nimmst du mal in die Hand, Melanie? Ja. Das nenne ich das Lichtschwert des Michael. Was sich auch da auf diesem wunderschönen Bild wiederfindet. Genau, da ist auch das Bild entstanden dazu, welches hier an meinem Stuhl lehnt. Und Und jetzt geht es uns einfach mal darum, dass du dich nochmal hinspürst. Eine ganz andere Kombination, eine ganz andere Form, ein ganz anderer Stein drin, ganz andere Thematik. Wie fühlt sich das für dich an, Melanie? Das ist schon sehr so, wenn ich schwer sage, ist das falsch, aber es hat so einen Druck eben, was Erzengel Michael verkörpert. Also ich habe ja vorher schon die Schmuckstücke gesehen und wie ich hingeschaut habe zu dem, war das so richtig so paff, so sehr als präsent. Als würde irgendwer was durchschneiden. Und dann sagt eben der Michael zu mir, ja, das ist Erzengel Michael Energie. Und dann so, okay, deswegen. Und ja, also ich spüre es jetzt da eh in den Schulterblättern, dort, wo unsere Ahnen sind. Mhm. Und da dürfte anscheinend gerade was passieren. Also jetzt habe ich in deinen Aussagen zweimal gehört, dass das nicht nur so ist, dass es beim Träger irgendeine Frequenz auf dem Körper gibt, sondern es scheint auch Prozesse anzuregen, ja, die vielleicht noch für uns zu erledigen sind oder Dinge, die wir mal ins Auge fassen sollten, wo wir uns hinentwickeln sollten. Ich glaube auch, das regt deinen Schmuck an, dass es den Träger fördert, seine Kommunikationsfähigkeit, seine Beziehungsfähigkeit, vielleicht viele Dinge in ihm anstößt, die im Moment noch nicht bei ihm zur Entfaltung gekommen sind. Das ist sehr wohl richtig betrachtet. Und zwar dadurch, dass, ich nehme es so wahr, dadurch, dass wir den Impuls bekommen, uns an unser höchstes Licht, an die höchste Ordnung zu erinnern, werden natürlich im Körper Impulse gesetzt, was dem entgegensteht. Und das will in die Heilung. Ja, genau. Und deswegen ist das eine sehr sinnvolle, kraftvolle Unterstützung auch in der Richtung, dieser Schmuck. Es ist natürlich ein Hilfswerkzeug, aber ein sehr schönes. Und durch das Schöne, also über das ästhetische Empfinden, öffnet sich das Herz. Das bedeutet, die Freude fließt und die nimmt alles andere dann mit. Dann haben wir es ja und geschafft. Das ist optimal. Das ist auch die richtige Motivation über die Freude. Und immer, das ist natürlich ein Wachstum, was nicht aufhört. Mhm. Weil so schnell kommen wir nicht bis zum Höchsten. Genau. Also doch Michael, wir könnten uns noch Stunden auch über die tollen weiteren Dinge noch, die auf der Webseite stehen. Für Sie, liebe Zuschauer, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Orientieren Sie sich auf der Webseite
Nehmen Sie Kontakt auf mit dem Michael. Lassen Sie individuell sich ein Schmuckstück fördern. Sie haben gehört, Sie müssen nicht Millionär sein, um das umzusetzen. Aber es ist individuell und es hat eine Wirkung, die Sie nicht im Standardbereich finden können. Warum nicht? Weil das sind immer, ich sage oftmals, seelenlose Teile. Sie werden mit Maschinen einfach produziert, rein zu dem Thematik Geld zu verdienen. Da müssen wir ein bisschen etwas ändern. Wichtig noch für Sie zu wissen, am Ende der Sendung blenden wir nochmal Informationen für Sie ein, wie Sie Kontakt aufnehmen können. Und wenn es eine aktuelle Thematik gibt, die eine Ausstellung betrifft, werden wir das auch am Ende der Sendung jeweils kommunizieren. Ich sage nochmal danke, Melanie, dass du deine Spürigkeit uns zur Verfügung gestellt hast. Finde ich toll. Michael, ganz großes Lob an dich und ganz großen Dank für dein Schaffen, ob das Bilder oder Schmuckstücke sind. Tolle Menschen machst du glücklich, du bist ein toller Mensch. Alles, alles Gute dir in der Zukunft und hoffentlich kannst du noch vielen Menschen mit deinem schwingungs- und kreativen Schmuck das Leben erleichtern. Das ist meine Aufgabe und danke Norbert, danke Melanie für deine Spontanität. Gerne. Ich fand das klasse, so fügt sich halt das, was einem zufällt. Und das ist ein schöner Rahmen hier mit dir, Norbert. Danke. Ich bedanke mich. Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Vielleicht wieder ein Tipp, der auch Ihr Leben verändern kann. Bis dahin.